Hallo ihr Lieben, willkommen zum zweiten Teil meiner Nagellacksammlung. Und diesmal, wie ihr bestimmt lesen könnt, geht es weiter mit Essence. Ja, Essence würde ich sagen. Und ich habe aber einen Lack vergessen bei den Essie. Und zwar hatte ich noch so einen Klarlack von Essie. Genau, den wollte ich noch eben so hinzufügen. Ne, der ist irgendwie untergegangen. Dann legen wir direkt mal los mit Essence. Ja, einfach bunt gemischt, wie die mir gerade in die Hände fallen. Und zwar habe ich hier einmal Color to Go 36 Enchanted Fairy. Das ist so ein heller Fliederton. Ist auch ganz schön. Dann habe ich hier, das ist auch noch recht neu, The Gel Nail Polish. 38 Love is in the Air. Schöner, knalliger Gelbton. Finde ich auch super schön. Ja, gefällt mir richtig gut. Dann habe ich aus der Riva LE einen Topcoat 02 Festival of Colors. Einmal dieses gute Schätzchen hier. Finde ich auch sehr schön. Dann habe ich einmal aus der Hidden Story. Irgendwie so. Da sind leider die Aufkleber drauf. Kann ich nicht so genau lesen. Die 95 Sonderpreis. Irgendwas mit Hidden Story. Einmal die 02 Enchant by Hint of Mint. Das ist ein Frosted Finish. Frosted. Das ist ein schöner Grünton mit Schimmer. Finde ich schön. Ich habe, glaube ich, noch nicht getragen. Es gibt zu viele Lacke, da kommt man gar nicht hinterher. Ich darf mir eigentlich keinen mehr kaufen. Dann einmal aus der Hidden Story die 03 Marve Loose Fairy. Mit Sparkling Effekt. Auch ein sehr schöner glitzerlila Ton. Gefällt mir auch richtig gut. Dann habe ich von Essence Camouflage 31 Rebel. Ist auch richtig cool. Das sieht so Army-mäßig aus. Sehr schön. Dann habe ich einmal, na komm her. Mal gucken, mal eben mischen. Den habe ich schon so lange nicht mehr benutzt. Muss auch mal, wenn ich die jetzt benutze, nach und nach aussortieren. Aber ich zeige euch die natürlich trotzdem erstmal. 43, Where is a Party? Wenn ich die aussortiere, dann seht ihr das ja in meinem Aufgebraucht. Warum auch immer. Hier, der changiert so lila, grün, blau, irgendwie so. Ist ganz cool. Und dann habe ich einmal Nail Art Magnetics 03 Magic Wand. Wand, wie auch immer. Auch so ein schöner lila Ton. Ach ja, lila ist schon was Schönes. Metallic halt. Ist auch schön. Dann habe ich von Gel Polish einmal die 45 Yummy. Ein schöner Braunton. Darf natürlich auch nicht fehlen. Dann habe ich Color to Go, ein Mintton. Und zwar ist das die 146 That's What I Mint. Genau, der ist auch sehr schön. Dann habe ich mir, weil ich da ein bisschen rumbasteln wollte, einen weißen The Gel Polish, The Gel Nail Polish, 33 Wild White Ways. Genau. Ja, und da wollte ich halt ein bisschen so Nageldesigns mit ausprobieren. Aber mal schauen, ich bin noch nicht dazu gekommen und ich habe mich noch nicht getraut. Aber meistens, wenn ich mir die Nägel lackieren kann, ist halt abends, wenn der Kleine im Bett ist. Und dann ist das Licht nicht mehr so gut und ich habe auch nicht mehr so viel Lust, so rum zu experimentieren. Also wird es meistens nicht so hochspektakulär. Mal schauen, wann ich dafür Zeit finde. Naja, egal. Es geht ja auch jetzt um die Nagellacke. Dann einmal Nail Art Special Effect Topper. Die 01 It's Purplicious. Ist auch so ein Glitzerlack. Also ein Glitzer-Topper mit richtig viel Glitzer. Glitzerlack mit viel, richtig viel Glitzer. Ja, Dani, das ist mal wieder ein toller Satz, meine Güte. Bäh, Fussel aus dem Mund. Dann habe ich einmal I Love Trance, die Pastels. Der 03 I'm So Fluffy, den hatte ich ja mal zugeschickt bekommen. Ja, da habe ich mich richtig gefreut. Ist auch ein schöner Ton. Dann habe ich einmal Color to Go, so einen schwarzen. 176 Headphone, ich kann es kaum lesen. Headphones on. So ein schöner schwarzer Glitzerlack mit so blauen Glitzerstücken auch drin.
Finde ich auch schön. Dann habe ich noch einen Glitzernagellack. Und zwar die 06 Space Queen in so einem Peach-Ton. Auch sehr hübsch, wie ich finde. Gibt so viele schöne Lacke. Dann habe ich einmal einen, der war, glaube ich, in der Zeitung, habe ich den mir gekauft. Ja, genau. 12 Mandarin Bay. Sieht man daran, dass das abgeklebt ist. Das war nämlich so ein Goodie in der Zeitung. Diesen Ton finde ich auch sehr schön. Der ist auch schön knallig, wie ich finde. Ja, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch lange nicht fertig. Nein, nein, nein. Dann habe ich noch aus der Good Girl Bad Girl ein Topcoat 02 Once I Was an Angel. So schöner Glitzerlack. Topper, meine Güte. Ne, schwarz mit so silbernen Strich, Stückchen, wie auch immer. Dann habe ich einmal, der war mir auch zugeschickt worden, der Latex Matte von Effect Nail Polish. Die 32 The Black Cat. Den hatte ich auch schon drauf, finde ich auch sehr schön. Ist halt mal so ein Ledereffekt, ist auch nicht schlecht. Dann habe ich einmal einen Topcoat mir geholt. Ja, das ist der Gel, der jetzt halt zu dieser neuen Gel-Reihe gehört. Wollte ich auch mal ausprobieren, aber ich habe so ein paar Topcoats, die ich erstmal leer kriegen möchte. Deswegen habe ich den noch nicht drauf gehabt. Und dann habe ich einmal noch ein The Gel Nail Polish und zwar die 24 Indian Summer. Ist auch so ein schöner Ton. Ja, gibt so schöne Töne. Dann habe ich noch einen Topcoat von der Ariba LE und zwar 01 Chica Bonita. Ist auch cool, Chica Bonita. Ja, den habe ich auch wieder im Sale gekriegt und hat auch so alle möglichen Glitzer drauf, wie ihr sehen könnt, ne? Auch schön, schön, schön. Dann habe ich, den war auch zugeschickt bekommen, Nail Art Satin Matt, wie auch immer, Topcoat. Der macht halt jeden Lack matt, das 026 Matt About You. Genau, ja, so einen Lack unbedingt matt kriegen, machen, finde ich jetzt nicht so toll. Dann habe ich hier noch ein Show Your Feet, einfach so ein, ja, ne, wie heißt das? Was ist das für eine Farbe? 18 Princess Peach, genau, so eine Peach-Ton, rosa Peach-Ton, ja, eher so Orange-Ton. Ja, finde ich auch mal für die Füße nicht schlecht. Dann habe ich noch aus der Love & Sound LE zwei Lacke. Und zwar in dem trockenen Desert Matte. Das ist einmal ein blauer und ein lila. Der blaue heißt Blue, also 02 Blue Cella. Und der, ja, der hier, der lila Ton, lila Tönchen, 03 Glass Tone Berry. Finde ich auch echt schöne Farben, auch zusammen passen die sehr, sehr gut. Dann habe ich einmal Ultra Gloss Nail Shine Überlack mit Spiegelglanzeffekt. Den benutze ich auch ganz gerne. Wie ihr sehen könnt, habe ich den auch schon öfter benutzt. Und ja, den macht den Lack echt schön spiegelglanz. Macht den Lack echt schön glänzend, spiegelmäßig. Dann habe ich noch einen Glitter Juwels Effekt Nail Polish. Und das ist, wie heißt der? Der 03 Glitzy and Glam. Ja, ist eher so ein pinker. Der ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig mein Fall, aber ab und zu kann man den ja auch mal benutzen. So, und dann habe ich noch vier. Und zwar einmal aus der Good Girl Bad Girl LE den Zucker Pearl Effect 02 Good Girls Rare Peach. Ja, es hat auch ein schöner Peachton, der schon ein bisschen glitzert. Dann habe ich noch, genau, das wurde auch zugeschickt, das waren so, ich glaube, fünf Stück, fünfer Set. Ja genau, der fünfte kommt noch, das ist ja der vierte hier. Ultra Nail Repair. Ja. Speziallack mit Keratin habe ich auch noch nicht benutzt, weil man so viele hat. Da kann man nicht alle gleichzeitig nehmen. Und von den Pastels noch diesen von I Love Trends in 01 So Lucky. So ein schönes Grün. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Grün von der Brit TLE Green T42. Genau. Ist auch ein schöner grüner Ton. Ja, das waren meine ganzen Essenslacke. Jetzt überlege ich noch, ob ich noch P2 dazu nehme. Ja, dann kann ich ja noch einen dritten Teil drin und dann ist es endlich geschafft. Dann mache ich das noch nur schnell, die P2s. Und zwar habe ich da einmal diesen Lost in Glitter.
040 Be Cool, der war mal in irgendeinem Goodie dabei. Ich glaube, bei Tampons oder Binden oder irgendwie sowas war der auf jeden Fall dabei. Dann habe ich einmal von, ja, von P2. Ich bin ja jetzt bei P2. Ist ja Quatsch. Calciumgel. Stärkt und regenerierend. Einmal diesen hier. Genau. Dann habe ich mal aus der, wie heißt die LE nochmal? Cultura Spirit LE. Fine Line Nail Art Polish mir mitgenommen. Da habe ich auch noch nicht mit rum experimentieren. Da könnte ich mir vorstellen, das gut auf dem weißen Lack von Essence zu machen. Mal schauen. Dann habe ich aus der Beauty Go Safari LE dieses, ja, leider nicht so wirkliche Schätzchen für mich. Ich hatte es schon drauf und ich finde, das schmeichelt mir leider gar nicht die Farbe. Das ist 020 Free of Bones. Das macht irgendwie nichts für meine Hände. Nee, nicht wirklich. Dann habe ich noch Intensiv Nail Harder, stärkt und härtet intensiv Glanzfinish. Ja, ich bin ja mit diesen Sachen ganz arg am rumexperimentieren, dass meine Nägel mal fester werden und schöner und so. Deswegen habe ich davon so viele. Dann einmal All Night UV Nail Polish in 030 Petite Pink. Der war auch mal irgendein am Produkt dran geklebt. Das sieht man wieder, weil das da durchgestrichen ist. Und so ein Pink würde ich mir auch nicht selber kaufen. Aber ich finde es eine schöne Farbe. Ist ganz, ganz knallig. Dann habe ich mir von. Nein. Dann habe ich mir Just Dream Like aus der LE. Springs Faith Nail Top Coat. In 031 Cassis Passion Dots mitgenommen. Den finde ich auch sehr schön, diesen Top Coat. Gefällt mir richtig gut. So, dann habe ich noch. Der ist auch schon uralt. Diamond Shine 3 in 1 multifunktionaler Nagellack. Ja, den habe ich schon echt lange und dafür wenig benutzt. Aber ja, ich kann es halt einfach nicht wegschmeißen, weil es halt noch funktioniert. Dann habe ich immer Base und Care Coat, pflegender Unterlack. Wie gesagt, ich habe viele so von diesen Dingern. Dann habe ich einmal Volume Gloss in so einer schönen Fliederton, lila Ton, 220 Charming Girl. Gefällt mir auch richtig gut, die Farbe. Dann habe ich nochmal ein Calciumgel, stärkt und regenerierend. Habe ich auch noch viel zu wenig benutzt. So, und dann habe ich hier noch 4 Stück. Und dann haben wir es auch mit denen reserved. Und zwar Color Victim 740 Electric, so ein knalliges Orange. Das war jetzt, glaube ich, im Wanderpaket gewesen. Das habe ich mir rausgenommen, wenn ich mich nicht alles täuscht, weil ich das so ein schönes, knalliges Orange fand. Dann habe ich einmal Color Victim in Lila und zwar die 880 Fancy Firetail. Ist auch ein schönes lila Tönchen. Können wir uns vielleicht besser sehen. Sehr schön. Genau, und dann habe ich noch Last Forever 211 Who Do You Love? Genau, ja, so ein Schwarz, ne? Kann jetzt nicht viel anders sagen. Und zu guter Letzt habe ich noch von P2, ja, ich dachte es natürlich wieder, Crisp in Color 180, nein, 080 Toffee Time. Ja, das ist so einer, der trocknet so, ja. Rau, würde ich jetzt mal sagen. Aber ist auch ein cooler Effekt, deswegen habe ich mir den mal mitgenommen. Und mal schauen, ja, wann ich ihn denn endlich mal wirklich aufsage, weil den habe ich auch noch nicht benutzt. Ich stelle fest, ich habe viele noch nicht benutzt. Ja. Das ist, wenn man sie immer neue kauft und gar nicht so oft lackieren kann, weil ich nur am Wochenende lackieren kann, da ich ja in der Woche arbeiten muss und da keinen Lack tragen darf. Schade, ja. Gut, das war's mit meinem zweiten Nagellackteil. Bald kommt der dritte und dann haben wir es mit den Nagellacken auch geschafft. Ciao, ihr Lieben.